Es ist 21:30 am Abend, als Jens Stoltenberg die Sätze spricht, mit denen fast kaum einer noch gerechnet hatte. Good evening. Guten Abend. Ich hatte ein sehr konstruktives Treffen mit dem türkischen Präsidenten und dem schwedischen Premier. Ich bin sehr froh, dass Präsident Erdogan jetzt zugesagt hat, dem Parlament die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts vorzulegen, und zwar so schnell wie möglich. Noch am Morgen hatte Erdogan aus Ankara provoziert mit einer ganz neuen Bedingung. Öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union und dann öffnen wir den Weg für Schweden in die NATO. Doch davon ist später kaum noch die Rede. Schweden sagt zu, seinen Kampf gegen Terrorismus erneut zu verschärfen und der türkische Präsident sagt ja. Und so kann sich die NATO jetzt dem eigentlichen Thema dieses Gipfels zuwenden. Ganz Vilnius trägt blau-gelb, die Farben der Ukraine. Die NATO, so hoffen die Gastgeber, solle hier beschließen, dass die Ukraine direkt nach dem Krieg der Allianz beitritt. Die Aussicht auf eine Mitgliedschaft ist extrem wichtig für ein Land, das so mutig gegen das russische Monster kämpft. Vilnius muss der Ort sein, von dem das ukrainische Volk aus gute Nachrichten bekommt. Doch gegen eine quasi automatische Einladung der Ukraine gibt es Widerstand. Er kommt vor allem vom wichtigsten Staatschef der NATO. Schon vor seiner Anreise dämpft der US-Präsident ukrainische Hoffnungen. Ich glaube, die NATO ist sich nicht einig darüber, die Ukraine jetzt in die NATO-Familie aufzunehmen, in diesem Moment, wo ein Krieg herrscht. Im Falle Schwedens schrammt dieser Gipfel knapp am Scheitern vorbei. Im Fall der Ukraine muss das erst noch gelingen. Und aus Vilnius vom NATO-Gipfel ist mir unser USA-Korrespondent Elmar Thewissens zugeschaltet, der den US-Präsidenten begleitet. Guten Morgen, Elmar. Joe Biden hat die Entscheidung der Türkei ja begrüßt, dem NATO-Beitritt Schwedens endlich zuzustimmen und teilte mit, dass er bereit sei, mit dem türkischen Präsidenten verstärkt zusammenzuarbeiten. Waren die USA also insgeheim doch Teil des Schweden-Deals oder wie ist das zu verstehen? So jedenfalls sieht es die US-Regierung. Ich komme gerade aus einem Pressegespräch mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater der USA. Und Sullivan hat uns gerade gesagt, dass Joe Biden in den nächsten Tagen das Paket über F-16-Kampfjets in den amerikanischen Kongress einbringen wird. Da geht es um einen Auftrag in einem Volumen von 20 Milliarden Dollar. Darüber haben ganz offenbar Erdogan und Biden am Sonntag auch gesprochen in ihrem Telefonat. Wir haben nachgefragt, inwieweit das möglicherweise den Ausschlag gegeben hat. Aber Sullivan hat im Grunde genommen nur klargemacht, Joe Biden habe Erdogan gesagt, welche wichtige positive Rolle er hier spielen könnte. Er hat natürlich zugesagt, dass die USA dieses Paket voranbringen wollen. Es gibt Chancen, dass das durch den Kongress kommt. Aber es ist eben nicht klar, ob das am Ende den Ausschlag gegeben hat. Nur für Erdogan ist es, glaube ich, das gewesen, was er realistisch erreichen kann, dieses Paket von F-16-Kampfjets. Er konnte sicherlich nicht erreichen, eine mögliche Zusage eben für einen EU-Beitritt, die allerdings von den USA auch unterstützt würde, wenn die EU, das hat Sullivan sehr klar gemacht, selber zu dem Schluss kommt, dass man die Türkei in die EU aufnehmen will. Gut, nachdem der NATO-Beitritt Schwedens also offenbar geklärt ist, wird sich heute in Vilnius ja alles auf die Ukraine konzentrieren. Was ist in diesem Punkt zu erwarten? Ja, da hat Jake Sullivan gerade noch mal auch sehr deutlich gesagt, jetzt ein Beitritt der Ukraine kommt nicht in Frage, weil das als Kriegseintritt der NATO gegen Russland gewertet werden könnte. Aber man ist sich einig innerhalb der Allianz, dass die Ukraine ein legitimer, ein rechtmäßiger Partner der NATO werden soll, ein Mitglied der NATO. Das Wann und das Wie, das wird hier offen gelassen. Und man will das Signal aussetzen, das ist nicht das Entscheidende hier bei diesem Gipfel, das über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, sondern wichtiger ist, dass man hier in der NATO geschlossen ist, dass man vor allen Dingen beschließen wird, einen Plan, wie man künftig gegen die Bedrohung durch Russland sich verteidigen kann, also so eine Art Kriegsplan, und wie man sicherstellt, dass die NATO die entsprechenden Waffen und auch die entsprechende Munition hat, um das langfristig zu tun, ob nun mit oder der ohne der Ukraine als Mitglied innerhalb der NATO. Elmar Thewissen war das. Vielen Dank für deine Einordnung aus Vilnius. Und damit kommen wir jetzt zurück zu uns ins Studio.
Michael Roth von der SPD ist bei uns, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Guten Morgen, herzlich willkommen. Hallo, Frau Weidenfels. Er sah es nach Erpressung aus, dann plötzlich zieht Erdogan zurück und macht den Weg frei, dass Schweden in die NATO eintreten kann. Hat Sie das überrascht und erleichtert? Autoritäre Herrscher brauchen den Budenzauber wie ihre Zimmerpflanzen das Sonnenlicht. Das ist nun mal so. Er hat ja auch dafür was erhalten. Erstmal hat er seiner eigenen Landsmannschaft in der Türkei deutlich gemacht, dem Westen habe ich es mal wieder so richtig gezeigt und auf den Tisch gehauen. Und zum anderen bekommt er jetzt die F-16-Kampfjets, um die er ja lange gebeten hat, aber die klugerweise Präsident Biden so lange verwehrt hat, bis es dann auch grünes Licht gibt für den NATO-Beitritt Schwedens, der wichtig ist für uns alle. Das ist das, was der US-Präsident Joe Biden seitens der NATO versprochen hat, die von Ihnen angesprochenen F-16-Kampfjets. Offiziell heißt es hinzu noch, Schweden hätte versprochen, seinen Kampf gegen den Terror noch mal zu verstärken. Das war ja auch ein Punkt, auf den Erdogan sehr gepocht hat. Aber das kann doch nicht das Einzige sein, was Präsident Erdogan von der EU bekommen hat. Denn er hatte ja gefordert, eine klare Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft. Könnte da noch was anderes dahinter stecken? Also diese Forderung ist wirklich mehr als absurd. Das ist doch kein, wir sind doch keine Dealmaker, sondern um Mitglied eines Teams zu werden, muss man Bedingungen erfüllen. Während Schweden die Bedingungen für einen NATO-Beitritt vollumfänglich erfüllt hat und es nur aufgrund von innenpolitischen Erwägungen Erdogan und Herrn Orbán in Ungarn schwergefallen ist, grünes Licht zu erteilen, ist unter der Herrschaft von Herrn Erdogan die Türkei meilenweit von den Bedingungen entfernt, die wichtig sind für einen Beitritt. Also ist es, kann man das nicht miteinander vermengen, da hat der Bundeskanzler völlig recht. Trotzdem noch mal die Frage, ob Sie glauben, dass es seitens der EU noch irgendein Zugeständnis in Richtung Erdogan gegeben hat oder ob es tatsächlich nur die F-16-Kampfjets aus den USA sind? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil jeder in der Europäischen Union wissen müsste, auf so einen Kuhhandel könnte man sich nicht einlassen. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Und wir sind hier nicht irgendwie auf einem Basar oder auf einer Kirmes bei mir zu Hause im Dorf und verhandeln über sowas. Das geht nicht. Es geht um klare Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Das ist ein sehr transparenter Prozess. Und wenn Erdogan wieder den Kurs der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit in der Türkei einschlägt, dann könnte das durchaus auch wieder was werden mit einer Annäherung zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Ich würde mir das wünschen. Soweit erstmal zur NATO-Erweiterung Schwedens und einer Frage der EU-Mitgliedschaft der Türkei. Dann geht es heute natürlich auch um eine NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine. Gerade die baltischen und viele osteuropäische Staaten wünschen sich ja, dass die Ukraine einen rechtmäßigen Platz im Bündnis hat. Der deutsche Kanzler sträubt sich dagegen. Warum? Nicht nur der deutsche Bundeskanzler hat ein paar kritische Anmerkungen dazu gemacht, sondern vor allem Präsident Biden, der will das partout nicht. Ich habe Herrn Sullivan, den nationalen Sicherheitsminister Scholz gefragt, nach dem deutschen Bundeskanzler. Ja, aber der Bundeskanzler orientiert sich hier sehr stark an dem stärksten Player in der NATO und das ist der amerikanische Präsident, was ich nicht ganz verstehe. Herr Sullivan hat eben gesagt, man könne nicht für einen sofortigen NATO-Beitritt der Ukraine eintreten. Das will doch gar niemand. Der Krieg muss beendet sein. Erst dann kann die Ukraine beitreten. Jetzt reden wir über viel, dass der Ukraine helfen wird. Mehr militärische Unterstützung. Es wird einen Ukraine-NATO-Rat geben. Es wird auch hoffentlich Sicherheitszusagen für die Ukraine geben. Aber ich hätte mir gewünscht, wir wären dem Rat unserer polnischen und baltischen Freundinnen und Freunde gefolgt. Ganz kurz, das Argument für einen NATO-Beitritt laut Experten ist ja, wenn der NATO-Beitritt erst für nach dem Krieg in Aussicht gestellt würde, wäre das ein Anreiz für Putin zu sagen, gut, dann halten wir den Krieg möglichst lange aufrecht. Ja, das ist alles kein risikobefreiter Weg. Aber wenn wir jetzt über Sicherheitszusagen sprechen und wir sollten die Diskussion auch in Deutschland endlich mal intensiver führen, dann sollten wir das Pro und Contra abwägen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sicherheitszusagen einiger weniger Länder so viel Abschreckung gegenüber Russland aufbringen, wie die Einbeziehung der Ukraine in ein kollektives Sicherheitsbündnis wie die NATO. Sie haben dazu einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, der auch schon diskutiert wurde. Sollten die freien Gebiete der Ukraine in die NATO? Welcher war Ihr Vorschlag? Was haben Sie damit gemeint? Also der Vorschlag bezieht sich natürlich auf das Erpressungspotenzial Herrn Putins. Wenn Herr Putin in der Ukraine irgendeinen eingefrorenen Konflikt schafft, wie in Moldau oder in Georgien, dann würde es ja niemals eine Beitrittsperspektive geben. Und ich gehe mal davon aus, dass es
es unter Umständen bei einer Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine noch nicht alle Probleme gelöst gibt. Und für einen solchen Fall sollte man auch erwägen, dass man trotz eines eingefrorenen Konflikts die Ukraine aufnehmen könnte. Die freien Gebiete der Ukraine und nicht die von Russland besetzten Gebiete. Unser Ziel ist es, dass die Ukraine ein freies, demokratisches Land bleibt unter vollständiger Wahrung ihrer territorialen Integrität. Ich will hier nicht über eine Friedenslösung spekulieren, aber wir müssen doch auch über ein Instrument zumindest in der Hinterhand verfügen, sollte Herr Putin wirklich auf einen eingefrorenen Konflikt beharren. Aber denn dann wäre die NATO-Mitgliedschaft, wenn wir das sehr streng auslegen, perdu. Herr Roth, nur ganz kurz, damit wir das Szenario, das Sie da aufmachen, auch wirklich verstehen. Das hieße, bei einem eingefrorenen Konflikt, einem Waffenstillstand, würde das Szenario folgendermaßen aussehen. Wenn zum Beispiel auf freies ukrainisches Gebiet wie Kiew eine russische Rakete fliegt, dann würde der Bündnisfall ausgelöst? Nein, es gibt ja eine Friedenslösung. Also noch einmal, die NATO-Mitgliedschaft, und das ist die Auffassung aller, kann erst nach dem Krieg erfolgen. Aber eine Friedenslösung kann ja unter Umständen auch bedeuten, dass es noch den einen oder anderen territorialen Konflikt, dass der ungelöst bleibt. Das haben wir im Übrigen jetzt schon seit vielen Jahren in Georgien oder auch in Moldau. Beides Länder, die sich ja auch aufmachen in Richtung Europäische Union. Und ich möchte nur, dass wir Herrn Putin kein Erpressungspotenzial in die Hand geben. Michael Roth war das, der Vorsitzende vom Auswärtigen Ausschuss von der SPD. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.